Nein, nicht die Gläser so auf dem Tisch. Das ist echt ein Dachschaden manchmal. Schmierst du das gerade hin? Kann man Kinder bei der Geburt wechseln? Ist leider schon zu spät. Nee, aber ich meine so, die haben dich doch vielleicht umgetauscht, weißt du so. Du bist rausgekommen, dann machen die dich erst sauber, dann gehst du in ein anderes Zimmer. Und kannst du das einfach gerade hin? Warte. Gehst du in ein anderes Zimmer und dann haben die vielleicht ein anderes Kind genommen. Ja, mach das bitte. Weil du die gleiche Farbe warst. Ha? Kann gut sein. Ich habe kein Wort zu. Weil du bist aber okay. Nicht so wie. Ah, doch, du bist so wie Papa. Never mind. Du bist identisch zu deinem Vater. Ah, nimmst du 5 Gläser? Nee. Hast du ein Kind? Nein. Du? Nein. Ich habe schon den Tisch gedeckt. Ganz alleine. Ich hab. Du hast nur 2 Weingläser, nimmst du jetzt so. Okay, Mama und Papa kommen hier hin und wir da, oder? Ja. Ich da. Nein, ich hier. Nein, ich. Ist mein Platz. Ich da, weil ich fand. Ich da. Gucke. Ich auch. Es ist nicht dein Platz. Mein Platz. Es ist nicht. Doch. Ich sitze hier die ganze Zeit. Die erste, die hier sitzt, sitzt hier. Nicht jetzt. Ich sitze hier. Ich weiß, wie einfach das ist, einfach so zu machen. Shania, ich sitze da. Ich habe gedeckt. Ich habe gedeckt. Ich habe gedeckt und hier, irgendetwas stimmt nicht. Gut für mich? Ja. Tschüss. Okay. Ich habe es nicht gemacht. Du hast es gemacht. Ich schwör's auf mein. Mich? Sofort! Sofort, Davina, sofort! Ich schwör's dir auf mein Leben, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur so gemacht. Shania, ich schwör's dir auf mein Tod, ich habe nur meinen Teller geleckt. Und dann habe ich deins als Scherz genommen, aber ich habe es nicht geleckt. Ich will einen neuen Teller. Ja, dann und eine neue Serviette, alles neu. Shania, es ist sauber. Ich habe es nicht angefasst. Hey. Mama, hi. Was ist hier los? Nix, ich habe dich gedeckt, Shania. Nicht. Mama, Davina hat alle Teller geleckt. Habe ich nicht. Doch, hat sie. Nein, habe ich nicht. Sie hat alle Teller geleckt. Ich würde davon nicht Teller essen. Geleckt, weil ich esse nicht. Ich esse heute Abend nicht. Weißt du was? Ich furze drauf. Pass mal auf, ich habe ein größeres Problem, Kinder, ne? So disgusting. Was? Wenn du irgendwann mal einen Freund kann findest. Kann mir mal einer zuhören? Ja. Ich habe Mitleid für ihn. Was ist denn mit meinem Twizzy passiert? Hä? Als ich in Dubai war, habe ich dir doch gesagt, mein. Ja, aber dann sind wir nicht hingekommen wegen den Kupfer. Konnten wir nicht mehr hier hin. Wir mussten um 6 Uhr zu Hause sein. Ja, also ging's nicht. Also sind wir nie gekommen. Sind wir doch nicht hingekommen. Wieso hast du dein Twizzy kaputt gefahren und versuchst du es jetzt auf uns zu schieben? Mein Twizzy ist kaputt. Ah ja? Musst du Davina fahren? Ich darf nicht fahren. Das ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Shania. Ja, dann ist mir beim Einkaufen echt einer reingefahren, ne? Das glaube ich ja jetzt gar nicht. Du hast den nicht gecharged, nix? Nee. Gar nicht. Nee, wie soll ich hier hochkommen? Wir wissen schon, dass sie hinter dem kaputten Twizzy stehen. Die denken einfach nur, wir wüssten es nicht. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Davina und Shania noch ihr Geheimnis halten können. Warum seid ihr euch die ganze Zeit am Streiten? Euch kann man hören bis unten in die Garage. Ne? Gut, weil Davina die Teller geleckt hat. Ich habe einen Teller. Das finde ich jetzt wichtiger als den kaputten Twizzy. Wieso? Also ich finde den kaputten Twizzy. Weil ich muss hiervon essen. Welche Teller hat sie denn geleckt? Den hier. Die 2. Na, schwör's dir auf meinen Tod, Shania. Mama, schwör's dir auf meinen Tod. Teller. Ich esse Mama, nicht ich schwör's dir auf meinen Tod, ich habe den geleckt. Ja, das gebe ich zu. Mama, aber den habe ich nicht geleckt. Mama, wo den anderen sitzt du ich heute so Abend? Gemacht. Mama, wo sitzt du heute Abend? Das ist deine Tochter. Du bist näher an deine Tochter als ich zu was immer das ist. Sitzt du hier oder da? Die sitzt neben dann mir. Dann kannst du meinen Teller nehmen. Ja, dann nehme ich deinen Teller. Mit ist es dann gut? Ja, also irgendwo habe ich ja irgendwas mal falsch gemacht, dass sie sich so streiten. Aber ich denke mir, wenn ich mich recht erinnere an die Kindheit meines Mannes und an meine Kindheit, der Robert hat sich auch gestritten wie die Kesselschlicker mit seinem Bruder. Der ist ihm sogar mal mit dem Kettke reingefahren, weil wir haben Polizist gespielt. Der Micha stand auf der Straße. Der Robert kam mit dem Kettcar. Also, dann ist er nicht von der Seite gesprungen. Also, ich glaube, das ist normal. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch immer mit meinem Bruder gestritten. Da hat ja einer dann Fahrerflucht gemacht. Das ist ja das Letzte. Also, das finde ich unmöglich, finde ich sowas. Ich verstehe nicht, wieso Leute sowas machen. Nee, kapiere ich auch nicht.
Ich finde das eine Dreckigkeit. Aber okay. Das sind echt dumme Leute, die sowas machen. Ja. So richtig blond. Finde ich auch. Weiß ja nicht, ob sie blond waren. Kann ja auch. Nur dunkle Haare. Muss ja auch kein. Also die Person, die das gemacht hat, hat kein Gehirn. Das ist 100%. Sabine, hör doch jetzt mal auf. Wenn wir das gut machen, sind wir fein raus. Ja, aber du wolltest ja fahren. Du bist doch selbst schuld. Guten Abend. Hi. Wie, ist noch kein Essen gemacht? Hast du hier eine Kirsche oder was? Hallo, Papi. Was sitzt ihr denn hier rum? Kriege ich bitte eine Umarmung? Papa, sie sagt, sie will keine Schwester haben. Kannst du sie eine reinhauen? Will ich auch nicht. Musst du mich schon ärgern, wenn ich reinkomme, Papa, oder was? Papa, koch jetzt, ich hab Hunger. Guck mal, bin ich... Ja, das kannst du nicht. Du bist hier der Koch. Du musst Steak machen. Steak mache ich, aber den Rest müsst ihr machen, okay? Ich habe ein Riesenproblem. Wieso? Ja, Mama ist so dumm zum Fahren und hat den Tussi kaputt gefahren. Nee, ich habe den nicht kaputt gefahren. Nein, ich habe den nicht kaputt gefahren. Nein, habe ich nicht. Sie ist nur, ich schwöre dir, habe ich nicht. Ist doch nicht wahr. Ich habe den nicht kaputt gefahren. Nein, dein Auto ist nichts für dich, ehrlich. Ich komme in. Erste Mal fährst du, was passiert? Jetzt bin ich entweder. Schleppen sie dich ab. 235 Euro. Der nächste Tag wirst du von der Polizei angehalten, weil du falsch parkst, weil du da nicht stehen darfst. Und jetzt fährst du ihn kaputt. Nein, ich war... Was kommt beim nächsten Mal? Klauen sie dir. Robert, hör zu. Ich war einkaufen und hatte den Wagen hingestellt und bin dann irgendwann um den Wagen gegangen, um die Tüte da rein zu tun. Und dann sehe ich hinten, muss mal einer dann reingefahren sein. Ich habe die Kinder gefragt, als wir in Dubai waren, ob irgendwas passiert. Da sahen weißt die zu mir... Wir hätten besser, bestellst du was vom Lieferando oder was? Ja. Vom Lieferservice, vom Home Service oder wie das? Room Service? Aua, geht's noch? Aua, das war meine Nase. So, häng einer mal meine Jacke auf. Ich koche nichts. Ich darf mit dir bleiben. Ich koche sonst nichts. Häng bitte meine Jacke auf. Ich koche nichts. Häng meine Jacke auf. Doch die andere. Nein, häng meine Jacke auf. Ich hab gefragt. Die sind sich in einer... Amen, du wirst jetzt dafür Sorge tragen, dass die Kinder etwas tun. Sollten sie nichts tun, verlassen sie blitzschnell diese Wohnung hier. Perfekt. Und schlafen heute Abend mal draußen. Kann man die roh essen? Nee, die schmeckt. Boah, guck mal, was er gemacht hat. Ja, danke, Robert. Nee, das war ich nicht. Das ist mir aus der Hand gerutscht. Siehst du, genau das sagt er bestimmt auch zum Twizy. Er hat auch den Twizy gemacht. Ich hab mit dem Twizy nichts zu tun. Mit dem Twizy kann er ja nichts zu tun. Weißt du, ich fahre mit so einem Twizy nicht und ich will mit so einem Twizy auch nichts zu tun. Ich auch nicht. Ich nehme nur Papas Ferrari. Mach der Kühlschrank. Das sind die Petersilie. Robert. Nachdem die Petersilie sanft an Carmens Hintern zerschellt ist, ist sie nun bereit zur weiteren Verarbeitung. Doch eine wichtige Geheimzutat fehlt noch. Oh. Amen. Mein. Wir haben Haustiere. Gott, das ist so ekelhaft. Wir haben Haustiere. Mal her. Oh, hell no. Weißt du, was das ist? Mama, ich übergib mich. Jalapenos. Nein. Lass. Mach sie mal auf. Zeig mal. Mach mal auf. Hast du die da reingetan? Zeig mal. Nein, ich will da jetzt. Ich will das sehen. Gib doch mal her, ich zeige es dir. Nein, ich will das sehen. Was ist da drin? Nein, das ist zu. Was ist denn drin, Mama? Schon zu spät. Die sind überall. Sind die überall? Ja. Oh nein. Da, guck. Hier ist schon eins. Hier ist einer. Ich esse das nicht mehr. Ich esse es nicht. Ich kotze gleich. Mama, ich kotze gleich. Hört das auf. Hier ist auch einer. Mama, mir geht richtig schlecht gerade. Es sind jede Menge da drin. Wie kann das denn sein? Ich kapier nicht. Das ist so eine Gewürzmischung. Weißt du, was das ist? Das ist, wenn der Mensch stirbt, wirst du ja auch von Tieren innerlich aufgefressen. Ja, aber bei Peperoncini sind ja keine Organe drin und ist ja nicht normal. Mama, mir geht's. Ich hab so ein Gefühl. Das ist nicht schlimm, die sind gesund. Nein. Ich fühle mich so. Das sind alles das Eiweiß. Mama, ich fühle mich so, als würde ich jetzt ohnmächtig werden. Bring mich gleich um. Immer vorher gucken, weil ich habe alte Sachen von der letzten Wohnung mitgebracht. Ja. Shania, guck mal, wer macht das auch so? Ich heiße Davina. Okay, Davina. Ich habe das Herz in der Hand von deiner Mutter. Ich habe es hier rausgerissen. Man spielt mit Essen nicht. Hast du recht, hast du vollkommen recht. Andere Seite. Tun wir auch nicht. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Lecker Schmecker Gaisini. Oder war es doch der Event-Movie Gorillas im Nebel? Wo ist nur der Programmplaner, wenn man ihn mal braucht? Anbrennen tut, weil es zu heiß ist. Kannst du dir vorstellen? Guck dir Nein. das an.
Ja, genau. Oh nein. Ich esse das immer noch, das ist wie Grill jetzt. Jetzt machst du was. Jetzt mach ich was. Okay. Jetzt geht's los. Ich kann dir Bruder ein. Okay. Wenn du jetzt sauer bist, echt sauer bist, mach Fenster auf, damit wir hier eingehen. Kannst du hier mal, Papa, öffnen? Bitte öffnen, bevor wir nichts mehr sehen. Was machst du denn da mit dem Messerchen? Fingernägel schneiden oder was? Robert, halt den Buzzer, lass mich in Ruhe. Heute kochen, das ist echt, macht echt Spaß. Was wir haben eine Nebelmaschine in der Küche. Wer hat das schon? Oh. Hat nicht jeder. Hol die Keller aus. Hol die Keller aus. Eine Sauerstoffmaske wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber hey, YOLO. Also wir sollten ab jetzt Steak machen in der Sommerzeit, wo wir draußen essen können und draußen das Barbecue benutzen können. Dann würden wir auch hier nicht im Nebel sitzen. Es ist sehr gut geworden, Carmen. Du solltest es jetzt essen, dann ist es noch warm. Prost, Carmen. Wir können froh sein, dass wir kein Restaurant haben. Haben wir doch Glück gehabt. Wir haben kein Restaurant, wir essen nur für uns. Also, bon Appetit. Cheers.